Meine Damen und Herren, dann kann ich aufrufen den Tagesordnungspunkt 50. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes, Drucksache 19/44 und Drucksache 19/44/06. Die Berichterstattung hat Herr Kollege Klein. Er hat das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung des Rechtspolitischen Ausschusses mitteilen. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Aussprache ist nicht erwünscht. Dann können wir abstimmen. Wir haben in zweiter Lesung dem vorliegenden vom Ausschuss vorliegenden Gesetzentwurf die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Die Gegenstimmen, die Stimmenthaltungen, damit stelle ich fest, es ist einstimmig beschlossen und damit ist das Gesetz zum das Entwurf zum Gesetz erhoben. Dann ist mir mitgeteilt worden, dass es eine Vereinbarung gibt, dass der Tagesordnungspunkt 14 ins nächste Plenum geschoben wird. Der 14er. Top 14, Antrag Kassel-Calpen.